Der gefährlichste Knast Deutschlands. Die Justizvollzugsanstalt Aachen, das gefährlichste und zugleich sicherste Gefängnis Deutschlands. Hier sitzen Mörder, Sexualstraftäter und Pädophile. Regelmäßig werden ihre Zellen durchsucht. Es gab schon ausgehöhlte Fischdosen zum Beispiel oder in der Schuhsohle habe ich auch schon mal Geld gehabt, also wo man so gar nicht mit rechnet. Ne? Der Mit-50er Peter Trenkwalder ist wegen Mordes verurteilt und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. Es gibt wirklich keinen einzigen Tag, das ist jetzt kein Klischee, wo ich nicht an die Freiheit denke. Der Deutsch-Holländer Volker Nedel ist wegen sexuellen Missbrauchs ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt. An Freiheit denkt er nicht mehr. Solange irgendwo noch ein Unsicherheitsfaktor da ist, möchte ich persönlich keinem mehr wehtun. Ich wäre hier mal ganz stark, wenn die Leute im Gefängnis dann einsehen, hey, ich habe ein Problem und es ist besser, wenn ich weggesperrt bleibe. Das finde ich ganz stark. Trotzdem haben die natürlich Menschen unwiderrufbar geschadet, ne? Die Justizvollzugsanstalt Aachen gleicht einer Festung. Eingerahmt von unüberwindbaren Mauern und NATO-Stacheldraht. Unüberwindbar, neuer YouTube-Kanal. Gespickt mit Kameras so und Bewegungsmeldern. Tag und Nacht erleuchtet. Was das auch kostet. Was das den Staat kostet, Daniel Chat, gefährliche Leute wegzusperren, ne? Simons ist seit 8 Jahren im Knast. Freiwillig. Sie arbeitet hier als Justizvollzugsbeamtin. Ihre wichtigsten Arbeitsutensilien, ein Schlüsselbund und das PNG. Das ist unser Personennotrufgerät. PNG nennen wir das. Das muss ich kurz anmelden, damit es aufhört zu piepen. Und das haben wir alle am Gürtel, weil wir auf der Abteilung, wenn was ist, damit Alarm auslösen können. Und dann wird durchgesagt, wo denn Hilfe gebraucht wird und dann kommen die Kollegen dahin. Schusswaffen, Taser oder Pfefferspray dürfen die Beamten im Gefängnis nicht mit sich führen. Das wäre zu riskant, wenn wir hier mit einer Waffe rumlaufen würden. Also außerhalb, was außerhalb passiert, wenn wir mit jemandem rausfahren, müssen wir bewaffnet sein. Aber hier intern im Haus wäre es schwierig, wenn ich mit 20 Mann allein auf der Abteilung bin. Und mit einer Waffe, das wäre relativ schnell, dass es dann nicht mehr meine wäre. Vergitterte Fenster, verschlossene Bereiche und die häufigste Tätigkeit, die Dania Emons an jedem Tag ausführen wird, ist das Aufschließen und Zuschließen von Türen. In ihrem Büro wartet bereits eine unangenehme Nachricht. Morgen. Morgen. Hi. Hallo. Bei 2:24? Hä? Warst du... Da waren wir doch schon, oder? Bei dem Gefangenen, der hatte irgendwie eine Auseinandersetzung, weißt du da was drüber? Ja, ich war da und die zwei hatten wohl eine Auseinandersetzung in der Dusche. 4:24. Eine kleine Schlägerei. Bis jetzt ist die Sache noch ungeklärt, die werden noch angehört. Bis dahin sollen die unter Verschluss genommen werden. Ach so, beide bleiben zu, ja? Ja. Okay, dann machen wir das erstmal. Über jedes Vorkommnis wird in der JVA ein Aktenvermerk gemacht, sodass die Frühschicht weiß, was am Vorabend passiert ist. Der 30-Jährige. Jetzt hab ich verdrückt, Mann. Die zwei hatten wohl eine Auseinandersetzung. Da ist nichts, Chat. 4:24. Eine kleine Schlägerei. Bis jetzt ist die Sache noch ungeklärt. Die werden noch angehört. Bis dahin sollen die unter Verschluss genommen werden. Ach so, beide bleiben zu, ja? Ja. Okay, dann machen wir das erstmal. Über jedes Vorkommnis wird in der JVA ein Aktenvermerk gemacht, sodass die Frühschicht weiß, was am Vorabend passiert ist. Beide sind leicht verletzt mit einer Schwellung am Auge und einer leichten Cut über dem Auge. Und deswegen lassen wir die jetzt beide erstmal zu. Es kann sein, dass sie eine Trennung voneinander kriegen. Und das wird aber dann der Bereichsleiter und Abteilungsleiter wird das dann klären und die beiden erstmal anhören, was Chat, deren, damit ihr auch noch mal Meinung denn passiert ist. Von den damit ihr da auch noch mal Bescheid wisst, wenn das irgendein Foto oder so ist, so wie vorhin der Mann in der Unterhose, das ist ja ein Bild, ne? Es geht darum, dass keine echte Person, also selbst wenn es eine echte abfotografierte Person ist, das ist in so einer Doku kein Problem. Wichtig ist, dass halt ja keine Person, die sich in rund 800 bewegt. Gefangenen der JVA Aachen verbüßen 130 Schwerverbrecher lebenslange Haftstrafen mit Sicherungsverwahrung. Es sind verurteilte Pädophile, Mörder und Sexualstraftäter. Um 6 Uhr morgens ist Aufschluss für die Insassen. Ich gehe mal so kurz vor 6. Wir sagen, 6 Uhr ist Aufschluss.
gehe ich von Tür zu Tür und mache so, eine sogenannte Lebenkontrolle. Hier sind ausschließlich männliche Strafgefangene untergebracht. Dass die sogar die Schlüssel zensieren. Guten Morgen. So, als erstes lasse ich immer den Hausarbeiter raus und die Küchenarbeiter. Weil die als erstes arbeiten müssen. Die Zellen haben verschiedene Größen und sind unterschiedlich belegt. Also hier haben wir nur Einzelhütten und das ist eine Gemeinschaft. Da liegen aber im Moment nur zwei, haben aber Platz für vier. Guten Morgen. Die meisten Einzelzellen der Strafgefangenen, das war ein ganz normales Bild an der Wand. Genannt, sind 7 Quadratmeter groß, einige 9 Quadratmeter. Die Vollzugsbeamten können von außen durch einen Spion in die Zelle schauen und durch Verschluss der Tür die Zelle sichern. Der 30-jährige Häftling Christopher Ostrau hat für seinen Haftraum eine klare Struktur. Darf ich vorstellen, das ist mein Büro, in Anführungsstrichen Esszimmer. Hier ist das Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer. Also muss man halt aufteilen. Wenn ich andere Zellen sehe, die komplett nackig sind von der Wände her, da hängt kein einziges Foto oder Bild an der Wand, kann ich gar nicht. Geht nicht. Ich muss mir das ein bisschen schick machen, damit ich muss mich dann wohlfühlen. Insgesamt fast 11 Jahre muss der 30-jährige Familienvater hinter schwedischen Gardinen verbringen. Er ist einer der wenigen Häftlinge, die über ihre Taten offen sprechen. Ja, ich habe vielerlei Straftaten begangen. Hat schon sehr früh angefangen bei mir, mit 14 circa. Geht über Raub, Diebstahl, Autodiebstähle, Einbrüche, Überfälle, so Sachen halt. Und dafür sitze ich auch. Christopher Ostrau wird in einigen Jahren wieder in Freiheit sein. Das sieht eigentlich voll nett aus. Andere Häftlinge dagegen bleiben für immer unter Verschluss. Guten Morgen. Gehen Sie heute arbeiten? Am Mord gehe ich etwas später. Ich bin angemeldet für den Friseur, der kommt ab 7 Uhr. 7 Uhr, okay. Arbeitgeber weiß Bescheid. Alles klar, dann bringen Sie dann nach, ja? Genau. Okay. Danke. Bitte. Der frühere Fernfahrer Peter Tränkwalder ist wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Wenn man mich fragt, offiziell, weshalb ich einsitze, kann ich sagen, aus meiner Sicht in Notwehr gehandelt, wegen Mord verurteilt. Ich möchte dabei festhalten, es ist keine Beschönigung meiner Straftat, im Gegenteil. Es gibt eben halt auch Fälle, wo aus meiner, nicht aus meiner Erfahrung, das Urteil nicht so ist, wie es scheint. Die Tötung eines Menschen gibt Peter Tränkwalder zu, jedoch nicht den geplanten heimtückischen Mord. Jeder zweite Häftling behauptet, er habe die Tat so nicht begangen und sei viel zu hoch bestraft worden. Die Psychologen nennen das Verdrängung. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, wo das wirklich auch der Fall ist, aber zum größten Teil, also das wäre ja ein Riesenirrtum, wenn da so viele Leute, wirklich, die das alle erzählen, wenn so viele hier falsch wären oder zu lange sitzen würden. Der zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilte Mitfünfziger hat sich seine Zelle komplett in Blau eingerichtet. Von der Bettdecke bis zur Kaffeekanne. Es ist alles farblich aufeinander abgestimmt. Also ich bin kein Schalke-Fan. Blau habe ich deswegen gewählt, weil ich es nicht mag, wenn hier verschiedene Farben disharmonisch hier rum sind. Grün, Gelb, Rot, Schwarz mag ich nicht. Blau, eine einheitliche Farbe, Bilder für mich. Harmonie. Ich sage nur Harmonie, weil das nur ein Raum ist, wo sieht das Ganze ein bisschen harmonischer aus, als wenn alles durcheinander wäre. Deswegen Blau. Cool Story, Bro. Blau ist auch etwas wie Hoffnung, ne? Aber hat damit auch nichts zu tun. Gleich neben Peter Tränkwalder scheint dann aber doch ein Schalke-Fan zu wohnen. Und was in der JVA Aachen eher untypisch ist, er lädt auch noch überaus freundlich in seine Zelle ein. Was ihr nicht vergessen dürft, Chat, die arbeiten ja dafür auch. Also die verdienen ja Geld und davon können sie sich Sachen kaufen. Und dass die ein paar Sachen in der Zelle haben, die sind da 24/7 eingesperrt. Und dann, ja, die müssen dafür immer bleiben sozusagen. Also nicht alle, aber manche. Und wenn die dann so ein bisschen eingerichtet sind, dann geht's denen halt besser und dadurch haben auch die Wärter ein leichteres Leben, die unter Kontrolle zu halten. Deshalb würde ich sagen, ist das ein fairer Tausch. Raskal, danke für die 5 verschenkten Subs. Chat, gönnt mal ein Yippie und eine Bombe. Also, ich bin auch der Meinung, Menschen, die schreckliche Dinge tun, sollten lebenslang weggesperrt werden, damit sie anderen Menschen nicht das Leben noch versauen können. Aber ich bin auch kein Freund davon, Menschen in eine nackte Betonzelle zu werfen,
wo es nur in der Ecke ein kleines Loch gibt, wo sie auf Toilette gehen können. Und ansonsten müssen sie auf dem Boden, auf nackten Boden schlafen den Rest ihres Lebens. Das ist halt einfach, ja, dann kannst du auch wieder Todesstrafe einführen. Ne? Klar, andere sagen wieder, ja, die sollen bis ans Ende ihres Lebens leiden für das, was sie getan haben. Aber, Bruder, das ist halt, ja, du machst einen Fehler, also du machst einen absolut nicht zurücknehmenden Fehler, aber dafür musst du die restlichen Jahre deines Lebens, die noch sehr lang sein können, in einer nackten Betonzelle schlafen und vor dich hin vegetieren. Das ist halt menschenunwürdigend, ne? Egal was die getan haben, Digga. Ja, guten Tag. Willkommen in meinem Reich. Ich darf mich vorstellen, ich heiße Volker. Ich bin deutsch-niederländischer Staatsbürger. Ja, meine deutsche Seite, sie sieht man, die Zelle ist also sehr schön. Deshalb heißt die Doku auch Stadt hinter Gittern, ne? Also der Haftraum ist sehr schön blau, weil auf der Landesebene bin ich absoluter Schalke-Fan. Und kommen Sie mal rein. Alter. Und wenn Sie dann weiter gucken, international im Fußball, da oben hängt die niederländische Fahne. Rechts sehen Sie dann die friesische Fahne. Hatte der Schalke-Fanschal, die Vereinsfahne, das Basecap und das Schalke-Trikot. Es sieht in dieser Zelle aus wie in einem Fanshop. Auch Volker Nedel muss eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung absitzen. Ich habe 9 Jahre und 6 Monate bekommen wegen sexuellem Missbrauch. Ich habe darauf auch die Sicherungsverwahrung bekommen. Das heißt, ich habe nächstes Jahr am 4. Juli habe ich meine Strafe abgesessen. Und muss dann am 5. Juli nächsten Jahres meine Sicherungsverwahrung antreten. Auf die Art der Sexualstraftat möchte Volker Nedel nicht weiter eingehen. Da habe ich jetzt eine Frage, Chat. Er sitzt jetzt seine Strafe ab und dann anschließende Sicherheitsverwahrung. Aber er ist doch schon in Sicherheitsverwahrung. Bedeutet das, er bleibt dann da quasi für immer? Oder wird dann der Fall, was weiß ich, alle 5, alle 10 Jahre sich angeschaut? Und wird dann neu bewertet und wenn er seine Strafe abgesessen hat, dann könnte er wieder freikommen? Oder was bedeutet mit anschließender Sicherheitsverwahrung? Bedeutet das für immer? Das kann im Gefängnis gefährlich sein. Viele Mithäftlinge haben Frauen und Kinder. Die anschließende Sicherungsverwahrung bedeutet, obwohl der 56-Jährige seine Haftstrafe abgesessen hat, geht von ihm weiterhin eine Gefahr für die Öffentlichkeit aus. Das Problem ist einfach bei mir, und da bin ich also ehrlich drin, auch dem Gericht gegenüber, als ich jetzt beim Landgericht Anhörung hatte. Ich habe ihm einfach noch zu viele Fantasien und der Kopf ist eben noch nicht frei, dass also derzeitig eben keine Entlassungsmöglichkeit besteht. Ich habe auf der anderen Seite auch dem Gericht mitgeteilt, dass ich diese Entlassung auch zurzeit nicht vorantreibe, weil solange irgendwo noch ein Unsicherheitsfaktor da ist, möchte ich persönlich keinem mehr wehtun. Starke Aussage. Aber nach 9 Jahren hat er immer noch so Gedanken, Chat. Und deshalb, ne, ich glaube, niemand von uns würde Pedos, also wirklich Kinderficker, sage ich jetzt mal, würde die irgendwie in Schutz nehmen oder so. Aber Chat, man kann einfach froh sein, wenn man diese Gedanken nicht hat. Ich meine, das haben die sich ja nicht ausgesucht. Selbstverständlich war es eine Entscheidung, das dann zu tun, einem Menschen oder halt einem Kind zu schaden. Ne? Aber als Beispiel, stellt euch einfach vor, ihr steht, so wie wahrscheinlich 99% von den Zuschauern, vielleicht auch die ein oder andere Zuschauerin, ihr steht einfach auf schöne, glatt rasierte Muschis. Das ist einfach geil, Digga. Eine schöne, glatt rasierte Muschi, einen schönen Bubble-Ass, dicke Titten, da sehen wir uns alle drin. Und die finden das einfach geil bei Kindern. Das haben die sich nicht ausgesucht, das ist halt einfach krank. Die haben ein unumkehrbares Problem. Und wenn die dann halt dem nachgehen, diesem Verlangen, dann werden sie weggesperrt. Und ich glaube, wenn die sich das aussuchen hätten können, hätten die auch gesagt, nee, ich will das bitte nicht attraktiv finden oder sexuell anziehend. Deshalb tun mir die Leute einfach leid. Klar ist das auch absolut widerlich und abstoßend und deshalb finde ich auch Jo Olli so absolut, lass mal das Thema,
Ich krieg einfach einen 180er Puls, wenn ich nur dem seine Fresse sehe. Einfach für das, wofür der steht. Und ich finde das so geil. Kuss geht raus an alle Google-Mitarbeiter, dass der komplett von YouTube verbannt wurde. So stark, Digga. Aber ja, die können einen trotzdem leid tun, na? Gleich nach dem Wecken bringt Justizvollzugsbeamtin Dania Emmons die ersten Häftlinge zur Arbeit. Der eine Herr in Weiß ist so gesehen der Hausarbeiter. Die anderen gehen normal zur Küche arbeiten. Der Hausarbeiter Christopher Ostrau holt nur ein kleines Tablett mit Butter, Wurst und Käse. Die meisten Häftlinge frühstücken auf der Arbeit. Justizvollzugsbeamtin Dania Emmons kümmert sich unterdessen um die Post der Inhaftierten. Die Inhaftierten können ihre Post hier reinwerfen. Das ist natürlich nur auf den offenen Abteilungen. Also das ist jetzt hier eine Behandlungswohngruppe und unten ist eine offene Abteilung. Da haben wir das so geregelt, dass wir nicht den ganzen Tag von denen die Post annehmen müssen. Klang ein bisschen aber, wie Zombie-Musik, normalerweise ja. Normalerweise ist das auf den geschlossenen Ebenen so, morgens um 17:45, wenn das Frühstück verteilt wird, können die ihre Post abgeben. In den offenen Wohngemeinschaften sind geprüfte Langzeithäftlinge ohne Vorkommnisse untergebracht. Ihre Zellen werden nur nachts verschlossen. Tagsüber können sie sich im Wohnbereich frei bewegen. In der Post sind Briefe an die Familie, Anträge für einen Arztbesuch oder Bestellungen für die Gefängnisbibliothek. Wir überfliegen immer alles oder gucken uns auch den Inhalt an. Wir müssen halt gucken, dass da keine Baupläne oder sowas, irgendwelche Ausbruchspläne oder so da drin sind. Das Häufigste, was die Mitdreißigerin liest, sind Liebesbriefe. Also das hier sind wirklich Liebesbekundungen, über mehrere Tage geschrieben. Und auch an die Tochter. Was macht das mit mir? Ja. Also es kommt immer drauf an, der ein oder andere tut einem schon manchmal leid, wenn man so sieht, was die auch teilweise für Schicksalsschläge haben. Also es ist ja nicht nur so, dass das alles Leute sind, die irgendwann geboren worden sind und dann meinen, so jetzt bringe ich mal irgendwie jemanden um. Wir haben ja wirklich alles hier, also besonders Aachen ist ja Langstrafe. Die meisten, wenn man dann die Akte liest oder sowas, die sind teilweise viel im Heim aufgewachsen oder sind auch oft selber als Kind missbraucht worden. Die nächste Aufgabe des Tages ist das Wegbringen der geprüften Post und na, erstmal das, was dir angetan wurde, jemand anderen antun. Das ist ja die schlechteste Ausrede, die ich hier gehört habe. Das Abholen der eingehenden Post. Hier muss man erst einmal gucken, ob eine Briefmarke drauf ist, weil der eine oder andere hat entweder keine oder hat es vergessen oder so. Und dann kommt die Deutsche Post das hier abholen. Und sonst muss man gucken, wo es hingeht. Das steht immer unten auf der Ecke drauf. Und wirft das ins passende Fach natürlich. Kaum zurück im Büro klingelt das Telefon. Einfach eine eigene Poststation da drin. Emons. Guten Morgen. Der Reparaturdienst des Gefängnisses kündigt an, dass im Bereich der Wohngruppe Haus 1 ein Zellenschloss ausgetauscht werden muss. Auf den offenen ist das so, da kriegen die ihre eigenen Schlüssel ausgehändigt, damit die ihren Haftraum auf und zu machen können. Und der Inhaftierte unten hat seinen Schlüssel verloren vor 2 Wochen oder vor 1,5 Wochen. Und musste jetzt einen neuen beantragen. Der muss das natürlich zahlen. Jetzt genau den Preis weiß ich dafür nicht. Aber der Kollege kommt jetzt und wird ihm einen neuen Schlüssel anpassen. In den offenen Bereichen haben die Zellentüren 2 Schlösser. Das größere können nur die Vollzugsbeamten auf- und zuschließen. Das kleinere ist ein Schnappschloss. Der Häftling kann den Haftraum von außen zwar aufschließen, von innen zuschließen funktioniert natürlich nicht. Ich kann auch zuschließen ganz normal, dann kommt er von innen nicht mehr rein. Dann kann er zwar hier versuchen, aber dann passiert nichts mehr. Und er hat halt sein Schlüsselchen, wenn er hier dann rumläuft, dass er hier die Tür schnell, weil Diebstahl kann man nicht ausschließen. Die Hälfte gefühlt sitzt davon. Deswegen, ne? Deswegen muss man immer gewährleisten, dass sie auch ein bisschen ihre Sachen behalten können und auch schützen können. Gutes System. Die Arbeiter bereithalten und abrückeln. Es gibt mehrere große Werkhallen auf dem Gelände der JVA, von der Schreinerei bis zur Schlosserei. 10 Unternehmen lassen dort ihre Produkte herstellen. Das Spektrum reicht von Verpackungsarbeiten bis zu komplexen Montagearbeiten. Darüber hinaus gibt es einen eigenen Hauswirtschaftsbereich, eine Wäscherei und ein Lager. Ich muss dem Kollegen jetzt einen Zettel machen, wie viele Leute hier abgerückt sind. Im Dunkeln sieht man es etwas schlechter, aber die Kollegen stehen hinten und nehmen die Leute in Empfang. Also wir müssen auch so lange warten, bis die über dem Hof sind und in ihrer Werkhalle sind. Nicht jeder in der JVA Aachen hat Arbeit.
Es gibt auch Arbeitslose und Häftlinge, die noch zur Schule müssen. Die Schüler und die PZ-Leute bitte abrücken. Also alles, was zur Schule geht oder was im pädagogischen Zentrum reinigen muss, das bringen wir jetzt weg. Der eine Schüler hat sich heute Morgen krank gemeldet. Der ist aber auch schon krank geschrieben. Also hier oben geht keiner mit, aber unten von der Abteilung müsste der ein oder andere gehen. Mehr als 60 Nationalitäten sitzen in der Justizvollzugsanstalt Aachen ein. Viele der Neuankömmlinge sprechen kein einziges Wort Deutsch. Um einen Anreiz zum Lernen zu schaffen, werden Häftlinge für die Teilnahme am Unterricht mit 34 Euro im Monat bezahlt. Wir nennen das Liftkurs 1 und 2 zum Beispiel. Das sind Leute, die entweder noch gar kein Deutsch sprechen, kein einziges Wort. Dann gehen die in diesen Einsteigerkurs. Da wird dann hier die Frau Hillebrand ist dafür zuständig. Die macht dann hier von Hallo, wie geht es dir, Mama, Papa? So geht's dann los. Imagine, du sitzt in einem Knast-Chat, vielleicht für den Rest deines Lebens und kannst nicht mal die Sprache von dem Land, wo du drinne sitzt. Ich glaube, schlimmer geht's gar nicht, oder? Bis der erweiterte Kurs, dann müssen die dann schon eigenständige Aufsätze und Texte und Diktate schreiben. So, jetzt kommen schon die ganzen Schüler, wie man sieht. Kannst du nicht mal den Playboy lesen, Kappa. Die Schule sind richtig voll, die ganzen Klassenräume. Neben Sprachkursen wie Deutsch, Spanisch oder Englisch gibt es auch einen Computerkurs. Die werden einfach an den Computer so gesehen rangeführt, wenn sie mal draußen sind, damit sie wenigstens eine Bewerbung schreiben können. Weil wenn die hier teilweise 10, 15 Jahre sitzen, der ein oder andere hat das Computerzeitalter nicht mitbekommen. Als sie inhaftiert worden sind, gab es Schwarz-Weiß-Fernsehen bei dem einen oder anderen. Also deswegen gibt es so Computerkurse, dass sie da so ein bisschen rangeführt werden. Verrückt. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Peter Trenkwalder darf heute etwas später zur Arbeit kommen. Er hat einen Friseurtermin. Friseur ist noch nicht da. Ja, sieht auch aus wie ein Triebtäter, Digga. Wenn die Tür aufgeht, höre ich durch das Geräusch, dann kann ich dann nur ab und zu gucken, ob er das jetzt gerade ist oder nicht. Doch an diesem Morgen kommt der freiberufliche Friseur nicht. Peter Trenkwalder muss sich fertig machen für die Arbeit. Aus Sicht der meisten Häftlinge hat er einen Traumjob. Der Mitfünfziger arbeitet im Lager. Ja, das hier ist so mein allmorgendlicher Weg zur Arbeit. 8 Türen werden vor ihm auf und hinter ihm wieder zugeschlossen. Im Lager der JVA ist Peter Trenkwalder Hausarbeiter. So etwas wie das Mädchen für alles. Er wäscht Anstaltskleider, reinigt das schmutzige Geschirr und muss das gesamte Lager sauber halten. Ein guter Job. Gut ist mal relativ, sage ich. Die Arbeit hier auf der Kammer, die ist so ziemlich selbstständig. Man kann hier eigenständig arbeiten, man weiß, was man zu tun hat. Das ist mir angenehmer, als wenn ich jetzt im Betrieb arbeiten würde, wo man mir ständig auf die Finger gucken würde. Was ist hier allerdings zum Glück nicht der Fall. Im Lager gibt es extra Gefangenenzellen. Dort warten die Häftlinge, wenn sie zum Beispiel einen Termin beim Anwalt oder gleich Freigang haben. Und diese Sachen sind ist beispielsweise eine Wäsche, die vermutlich von einem Gefangenen ist, der jetzt bald eine Ausführung hat. Und weil er seine Wäsche so lange im Wäschesack aufbewahrt hat, man weiß nicht, wie lange, ein Jahr, 2 Jahre, dann wasche ich die Sachen dann hier nochmal frisch durch, dass wenn er eine Ausführung hat, dann die Wäsche auch frisch tragen kann. Der Leiter des Lagers, Thomas Magney, weiß von den hohen Haftstrafen seiner Lagerarbeiter. Doch er beurteilt sie nicht nach dem Vergangenen, sondern nach dem, wie sie heute sind. Also grundsätzlich sehe ich hier in unserem Arbeitsbetrieb zunächst den Menschen. Der Herr Trenkwalder ist ruhig, besonnen, natürlich hafterfahren, aber auch lebenserfahren. Also es ist kein Spinner, man kann vernünftig mit ihm Umgang pflegen, ordentlicher Gefangener, also ist bei uns als Reiniger tätig und mit ihm haben wir keine Probleme. Egal in welchem Arbeitsbereich man sich umhört, fast jeder Häftling ist der Meinung, dass er für die Tätigkeit, die er leisten muss, zu wenig verdient. Michael. Ich verdiene hier auf der Kammer im Monat ca. 100 Euro. Ob es aufreicht, ich verneine eher nein, es ist mal knapp, weil ich davon alle finanzieren muss. Kann eigentlich jeder abstimmen, wenn Zap-Modus aktiv ist? Glaub schon, oder? Insofern, selbst die Briefmarken muss ich mir davon selber finanzieren. Justizvollzugsbeamtin Dania Emons kennt das Problem mit der zu geringen Bezahlung. Allerdings vergessen die Häftlinge gern etwas. Auch wenn er sagt, 100 Euro sind zu wenig, er berechnet ja nicht, dass andere Leute draußen die Miete zum Beispiel noch zahlen müssen. Also er lebt hier so gesehen umsonst, kriegt hier das Essen umsonst, also dreimal am Tag. Da träumen teilweise andere Leute von.
Der lebt nicht nur umsonst, sondern wir Steuerzahler zahlen, keine Ahnung, wie viel so ein Häftling kostet im Monat. Wir zahlen so viel Geld dafür, dass der weggesperrt wird. Das heißt, der kostet dem Staat Unmengen und muss selber nicht mal was bezahlen. Ja, und dann die ganzen Medikamente und Arztgänge. Hier gibt es einen Zahnarzt, der werden ausgeführt zum Arzt, wenn es jetzt ein Spezialist sein muss. Und das wird ja alles, wenn man das mal alles aufrechnen würde, da denke ich, dass er mit 100 Euro für seinen Tabak und für seine, was weiß ich, Süßigkeiten oder was er sich davon noch kaufen kann, schon eigentlich genug sind. Häftling Christopher Ostrau ist auch Hausarbeiter, zuständig für den offenen Wohnbereich. Er wäscht die Kleidung der Häftlinge und reinigt den Zellentrakt. Der Mitdreißiger verdient deutlich mehr als andere Häftlinge, 140 Euro im Monat. Doch trotzdem... Pascal, du liebst mich, kann es sein? Chat, gönnt mal noch mal eine Bombe und ein Yippie für ihren guten Rast. Vertrauensstellung muss auch er jederzeit mit einer Zellendurchsuchung rechnen. Herr Ostrau, ja, bitte. Einmal kurz den Haftraum kontrollieren. Ja. 3 bis 4 Zellen sollen die Beamten stichprobenartig pro Tag kontrollieren. Zuvor steht eine kurze Leibesvisitation an. Für mich eigentlich Alltag schon. Also man gewöhnt sich da auf jeden Fall dran. Das ist jetzt nicht so, dass einen irgendwie angrabbeln wollen oder so. Müssen ja gucken. So. Also der Kollege musste natürlich den Inhaftierten jetzt machen, weil Männer Männer, Frauen Frauen. Wir sind im reinen Männervollzug, deswegen muss ich mir immer, mit 65 ich den Nachteil, hey, das wollte ich gar nicht. Immer einen Kollegen dazu holen. Einen Haftraum 100%ig zu kontrollieren, würde eine ganze Stunde dauern. Also konzentriert sich die Beamtin auf das Wesentliche. Fenstergitter und Außenwand werden immer geprüft. Wir gucken einfach wirklich auf sicherheitsrelevante Sachen, was sie haben dürfen oder was nicht. Also hier sind jetzt überwiegend Lebensmittel und sowas hier drin. Und da gucken wir dann mal rein. Aber es gibt halt super viele Versteckmöglichkeiten. Ne? Wir suchen halt Drogen, Handys oder sonstiges. Die Justizbeamten haben schon Waffen oder Ausbruchswerkzeuge gefunden. Mit den Jahren kennt man die Verstecke, die Häftlinge bevorzugen. Ja, hab's gesehen, Michael. Bist du blind? Ich hab's doch gerade selber gezeigt. 65%. Die Leute gar nicht sehen wollen oder wo man... Wo die Inhaftierten denken, dass man am wenigsten reingucken würde. Wie zum Beispiel Mülleimer ist immer sehr beliebt. Weil wer guckt schon gerne in einen Mülleimer? Oder dreckige Wäsche, auch sehr beliebt. Bei der Haftraumkontrolle gilt, es gibt kein Versteck, das es nicht gibt. Es gab schon ausgehöhlte Fischdosen zum Beispiel, wo man denkt, das sieht aus wie eine original verpackte Fischdose. Oder in einer Schuhsohle habe ich auch schon mal Geld gehabt, also wo man so gar nicht mit rechnet. Ne? Auch die Bettmatratzen sind beliebte Verstecke. Schnell ist ein Loch eingeschnitten und ein Handy versteckt. Muss man aber natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht mal in eine Spritze oder sowas packt. Ne? Also ich gucke meistens hinter Familienfotos oder beim Delikt gucke ich natürlich auch schon mal, wenn da zum Beispiel jemand ist, der irgendwie eine Vorgeschichte mit Kindern oder sowas hatte, dass dann nicht gerade die kleinsten halbnackten Kinder an den Wänden hängen. Also besonders hier auf den Wohngruppen. Aber sonst, Sie müssen es ja selber wissen. Also wenn die ihr Wohnzimmer so einrichten möchten. Ja, und sie haben ja auch in der Zeit keine Frau Bruder. Hier. Vor allem junge Vollzugsbeamtinnen, die gerade erst angefangen haben, machen auch Erfahrung mit sexueller Belästigung durch Sträflinge. Ich weiß, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Also dann kommt mal ein dummer Spruch von irgendeinem, netter Hintern, keine Ahnung, so die eine oder andere Kollegin würde das hier bestätigen. Aber da muss man halt in dem Moment muss man schon eingreifen und auch sagen, so bis hier und nicht weiter, so geht's nicht. Der wegen schwerer Straftaten verurteilte Christopher Ostrau hat aber nicht nur Bilder von nackten Frauen an seinen Zellenwänden. Auch die Bilder seiner Familie, Frau, Kinder, Stiefkinder, haben einen Platz. Ja, begeistert waren die nicht, ne? Würde ich sagen. Ist halt nur mal passiert, die stehen zum Glück trotzdem noch hinter mir. Ja. Und ich bekomme einmal im Monat Besuch, die kommen aus Thüringen. Die fahren jedes Mal 800 Kilometer, also 400 hin, 400 zurück. Und das ist schon sehr anstrengend für die. Ne? Also leicht ist das für die nicht, da habe ich das hier leichter, definitiv. Ne? Die JVA Aachen zählt zu den sichersten Haftanstalten Deutschlands. Der Grund? Modernste Sicherungstechnik mit Infrarotbewegungsmeldern und totaler Kameraüberwachung.
totaler und Kamera. Und dicke Personaldecke mit mehr als 400 Beamten für ca. 800 Häftlinge. Für Schwerkriminelle ist hier Endstation. 800 Häftlinge, aber 400 Mitarbeiter. Okay, die sind ja nicht 24/7 da. Aber trotzdem. Eine Lebensmittellieferung steht an. Einfach Verhältnis 1 zu 2. Ist Marktführer in Deutschland unter den Lieferanten für Gefängnisse. Einmal die Woche beliefert er seine Kunden in der JVA Aachen. Die laden jetzt aus. Für die Inhaftierten, die Einkäufe, die haben die am Freitag bestellt. Und jetzt kommen die gerade alle an und werden dann verteilt auf den Abteilungen. Ein riesiger Transporter voll mit Waren aller Art. Beim Ausladen zeigt sich, dass auch in einem Gefängnis nicht immer alles nach Plan läuft. Eine Kiste geht zu Boden. Die Häftlinge können einmal in der Woche fast alles kaufen. Also Drogen und Alkohol können sie und ein Handy sollten sie auch nicht kaufen können. Das werden sie auch nicht, aber sonst. Also die haben hier mehrere Duschgele im Angebot und alles mögliche an Süßigkeiten und Rasiermittel, was man sich so vorstellt. Safe haben die da schon eine PS5 stehen, ne? TV-Zeitschriften, alles mögliche. Ortswechsel. Der geschlossene Vollzug in Haus 5. Imagine, da hat einfach jemand schon Returnal auf Platin, Digga. Die Untersuchungshäftlinge warten auf ihre bestellte Ware. Hier gelten andere Sicherheitsrichtlinien. Ungeschickt. Ja, nein, man sieht, Kanal. Ist der ganze Flur auch ein bisschen steriler. Und das Nähe-Distanz-Gefühl, was wir eben schon mal angesprochen haben, ist hier ein ganz anderes. Also hier ist die Distanz mehr. Oftmals kennt man so gerade den Namen, weil hier ist der Wechsel viel schneller. Hier sind so viele Ersatzfreiheitsstrafen oder sowas, die sind an einem Tag weg, da kommt der nächste wieder. Das ist hier ein bisschen wie ein Taubenschlag. Ganz in der Nähe befindet sich die Arbeitstherapie. Hier arbeiten Häftlinge, die noch nie ein Werkzeug in der Hand hatten. Und hier werden neben Schaukelpferden und Holzmotorrädern auch die Verkaufsschlager der JVA Aachen hergestellt. Dann bauen wir überwiegend Vogelhäuser, Nistkästen, Fledermauskästen für den Forstveranstalt und dann Futterkrippen für Reitgeschirr. Der sieht aus wie der Nachbar, der den in den Garten kackt. Wenn du es dir traust, von seinem Apfelbaum einen Apfel, der in deine Gartenseite gefallen ist, den zu essen. So, wo die Satteln draufschmeißen können, so große Ständer. Johannes Tönnissen aus der Nähe von Aachen hat im Rotlichtmilieu gearbeitet und 6,5 Jahre Haft für eine versuchte Tötung bekommen. Ich war früher in einer Motorradgang drin. Und da ging es sich dann um Drogenhandel, Prostitution, Zuhälterei und so eine Scheiße. Und ich bin damals durch einen anderen Neuer. Zuhälterei und so eine Scheiße, sagt er. Als wär's sowas Belangloses. Kollege, der mit mir arbeiten sollte, voll ins Fettchen getreten, bis es gleich dahinter gekommen ist, dass der was mit Kindern gemacht hat. Und da fuhr ich ja nicht drauf an. Und dann wollte ich den damals abstechen. Und dann ist es aber nicht dazu gekommen. Haut einfach raus. Ich bin dann eingefahren, mitjagen, mitgefangen. Im Lager der JVA Aachen muss sich Häftling Peter Tränkwalder jetzt die Gefängnisbibliothek vorknöpfen. Die wollen ihn abstechen. Die Bücher müssen vom Staub befreit und der Boden gewischt werden. Gründlich. Wenn ich einen Hexenschuss bekomme, ist das kein Problem. In der Gefängnisbibliothek lagern 8000 Bücher und ca. 5000 DVDs. Die Bücher gibt es in verschiedenen Sprachen. Auch religiöse Schriften, von der Bibel bis zum Koran, stehen in den Regalen. Was es nicht gibt. Chat, jetzt fragt ihr euch bestimmt immer, wer liest noch ein Buch und wer kauft DVDs und Blu-rays. Jetzt habt ihr die Antwort. Würde ich sagen, Pornografie. Nicht? Das Knastzölibat herrscht vor. Da gibt es keine pornografischen Medien. Das heißt also keine. Ja, sonst wären die da ja nur noch am Wichsen Tag und Nacht. DVD-Rums in der Richtung. Vielleicht Erotikromane, aber eben halt nur leicht angehaucht. Im Kernbereich des JVA-Lagers arbeitet der wegen sexuellen Missbrauchs einsitzende Volker Nedel. Auch in der Schneiderei hat er ein Schalke 04-Bild aufgehängt. Ich bin der Anstaltsschneider für die Strafhaft. Wir haben zwei Schneider, einen für die U-Haft, einen für die Strafhaft. Der für die U-Haft ist nur immer da, wenn Wäsche anfällt. Und hier geht es einfach darum, dass die Wäsche einfach repariert wird. Hier wird nichts Neues gemacht. Hier geschehen einfach Fliegarbeiten und Reparaturarbeiten. Um 11.30 Uhr ist Mittagspause. Früher mussten die Häftlinge zu ihren Zellen gebracht werden, um dort das Essen einzunehmen. Doch das hat zu viel Personal gebunden.
Jetzt gibt es in den Werkhallen und im Lager Pausenräume. Die meisten meckern ja über das Gefängnisessen. Darunter gehöre ich allerdings auch. Ich weiß, man kann es zwar nicht jedem recht machen. Da gibt es auch so Konstellationen wie beispielsweise Bratwurst mit Weißkohlgemüse. Das passt einfach nicht zusammen. Und wenn Sie sehen, dass heute also dieses Tomatensoße, Ei gemischt Nudeln gemischt mit Ei, der eine mag es, andere mag es weniger. Satt werden wir. Ich sehe da einfach zweimal Nudeln, ne? Schon davon, wenn ich jemand alles zu mir nehmen würde, ist aber meistens nicht der Fall. Zum Überleben reicht es. Und wenn er verhungert, dann komme ich abends, denn ich bin gelernter Koch vom Beruf. So wie gestern Abend haben wir Hamburger gegessen, die habe ich dann auf Abteilung gemacht. In dieser Großküche bereiten jeden Tag 30 Häftlinge das Essen vor. Von Montag bis Donnerstag gibt es Nudeln, Bratwürste, Pesto, Frikadellen. Freitags steht Fisch auf dem Speiseplan. Küche bereiten jeden Tag 30 Häftlinge das Essen vor. Von Montag bis Donnerstag gibt es Nudeln, Bratwürste, Pesto. Noch nie so viele Nudeln auf einem Haufen gesehen. Du Frikadellen. Freitags steht Fisch auf dem Speiseplan. Samstags Suppe, sonntags Braten. Die Speisepläne werden auch unter Berücksichtigung veganer oder religiöser Gebote erstellt. Raskal, danke nochmal für 5. Gelten besondere Gastronomievorschriften. Gönn noch mal. Darauf achten, dass, also, danke dir, mein Bester. Sogenannte Rückstellproben sind, dass die werden genommen und eine Woche so gesehen gelagert. Falls jetzt hier zum Beispiel ein ganzes Haus sich melden würde mit irgendwie Salmonellenverdacht oder es gibt sogar Salmonellen, dann muss halt die Probe von den Tagen davor dann alles ins Labor geschickt werden, um zu kontrollieren, kommt es vom Essen oder kann es tatsächlich von irgendwas anderem sein. Justizvollzugsbeamtin Dania Emons muss jetzt zurück zum Lager. Wieder sind es unzählige Türen, die sie auf- und wieder verschließen muss. In der JVA Aachen sitzen auch prominente Verbrecher. Ein Ex-Fußballprofi, ein korrupter Politiker und der Gladbecker Geiselgangster Jürgen Rösner. Für Dania Emons ist Mörder nicht gleich Mörder. Ich würde sagen, weil der eine ein Serienmörder ist. Ricky, danke nochmal. Der wahrscheinlich auch immer wiederkommen würde, wenn er dann mal die Chance hätte, vorher nochmal rauszukommen. Und jemand, der im Affekt zu Hause gehandelt hat, der vielleicht jahrelang gequält worden ist und da mal jemanden erschlagen hat oder sowas, das sind die Leute, die wir sehr wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht mehr wiedersehen werden. Also für meinen Geschmack könnte da der ein oder andere korrupte Politiker öfter drin sitzen. Mia Emons muss Häftling Tränkwalder abholen. Er hat einen Termin beim Arzt und der Friseur ist auch noch erschienen. Und da er für Haus 1 nur einmal im Monat kommt, darf Häftling Tränkwalder sogar während der Arbeitszeit zu ihm. Doch bevor der Mitfünfziger das Lager verlassen kann, muss er sein Arbeitsmaterial abgeben. Da ich gleich zum Friseur muss, muss ich vorhin mein Arbeitsmaterial abgeben. Das heißt Cuttermesser, weil ich ja täglich bei der Arbeit gebrauche. Das ist mein Schlüssel für mein Handwerkszeug. Das heißt Putzsachen und so weiter. Und die habe ich hinten im Schrank. Ey, macht mal entspannt jetzt hier mit den Subbombs. Maus TV, danke für auch deine 5 verschenkten Subs. Check. Bis später. Gönn mal hier eine Bombe für ihn. Danke dir, mein Bester. Die JVA Aachen hat 2 Krankenabteilungen. Hier haben mehrere Fachärzte von montags bis freitags Sprechstunde. Den Notdienst übernimmt ein weiterer Kollege. Das ist frech, so, Bruder. So ist die 24-Stunden-Versorgung abgedeckt. Gönn mal eine Bombe für Melix. Auch ein Zahnarzt ist regelmäßig vor Ort. Danke, Brudi. Peter Tränkwalder ist in der Krankenstation angekommen und wird nun vom ärztlichen Assistenten empfangen. Herr Tränkwalder? Ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Nehmen Sie Platz. Danke. Morgen. Los. Ich fühle mich heute etwa wie ein sterbender Schwan. Ich brauche vielleicht eine Kopfschmerztablette. Schon länger die Kopfschmerzen? Ja, so zwei Tage schon. Ja. Dann gebe ich Ihnen jetzt etwas mit. Wenn die aber länger bleiben sollen, müssen Sie sich noch mal melden. Wenn es geht, eine Ibo. Ja. Allergien haben Sie keine? Keine Allergien. Also Ibuprofen? Ja. Ibuprofen, 400 PS. 400 PS? 4, die reichen aus. Klar. Häftling Tränkwalder muss sich jetzt beeilen, sonst verpasst er seinen Friseurtermin. Und auf den ärztlichen Assistenten Thomas Klaus wartet bereits der nächste Patient. Man hat halt jetzt nicht die ganz normalen Patienten, normal in Anführungszeichen, weil hier oft auch die Dankbarkeit fehlt für das, was man den Gefangenen macht. Oft wollen sie mehr als das, was sie Anspruch haben oder was auch nötig ist. Ne? Manchmal sind die Gefangenen auch die besseren Ärzte, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und dadurch ist es halt immer was schwierig. Das passiert im Krankenhaus halt seltener, sage ich mal so. Und ein großer Unterschied zu draußen ist auch, dass wir hier sehr viele drogenabhängige Gefangene haben, die wir auch jeden Tag hier mit Methadon substituieren. Thomas Klaus hat in der JVA Aachen schon alles erlebt. Von der Reanimation eines Häftlings bis zum Justizvollzugsbeamten, dem ein Inhaftierter eine Gabel in den Hals gerammt hatte.
An eins wird er sich allerdings nie gewöhnen. Wir müssen jede Tür auf- und zuschließen. Ja, ich habe von manchen gehört, die machen das auch zu Hause dann noch irgendwann, aber ist bei mir noch nicht passiert. Nee. Häftling Peter Trinkwalder ist inzwischen zurück in seiner Zelle und wartet auf seinen Termin beim Friseur. Sein Fernseher ist für den verurteilten Mörder der Blick in die Freiheit. Über den Mord möchte der Familienvater im Detail nicht reden. Ich beschäftige mich seit nunmehr 16 Jahren mit der Tat. Es gibt kaum einen Tag, an den ich nicht daran denke. Bereut sicherlich auf jeden Fall. Den Ausgang, den habe ich so niemals gewollt. Auch nicht im Vorfeld geplant, wie vom Gericht angenommen. Es gibt Situationen im Leben, in denen können Sie von jetzt auf gleich hineingeraten. Das Leben kann sich innerhalb von 5 Minuten von jetzt auf gleich ändern. Nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft hat ihn seine Frau verlassen. Seine Tochter und seinen Sohn hat er seit 2003 nicht mehr gesehen. Sie sind heute fast erwachsen. Er ist jetzt ganz allein. Hilfe von draußen gibt es nicht. Ich denke, wenn der Zuschauer drauf... Das ist ein armes Schwein, Digga. ...sieht gerade eine Gefangenenzelle und dann wird als erstes drauf geguckt, Fernseher, Radio, oh, er hat auch noch einen DVD-Player. Er wird schon verkannt, dass ich als Gefangener für die Geräte hier drin auch gearbeitet habe. Und, das habe ich ja vorhin gesagt. Teilweise über Monate arbeiten und ansparen muss, bis ich mir sowas überhaupt leisten kann. Das sind also keine Zuwendungen von Mutter, Vater, sonst wen. Das sind Dinge, die ich mir selber erarbeitet habe. Und ich denke, das steht mir zu, sollte ich auch nicht auch haben dürfen, auch wenn ich in Haft bin. Den Friseur müssen die Häftlinge nicht bezahlen. Es gibt einen kleinen roten Chip, sodass der Friseur seine Leistung bei der Gefängnisverwaltung abrechnen kann. Erleichterung bei Peter Trinkwalder. Der wegen Mordes verurteilte Häftling hatte schon Sorge, dass er einen weiteren Monat auf das Haareschneiden warten muss. Dankeschön. Zum nächsten Mal. Tschö. Justizvollzugsbeamtin Dania Emmons erledigt unterdessen Bürotätigkeiten. Im Gefängnis zu arbeiten war nicht ihr Traumberuf, aber die mit einem Kollegen verheiratete Mitdreißigerin suchte einen Job mit Sicherheit. Und dann habe ich mich hier beworben und das ging auch relativ schnell, muss ich zugeben. Die haben auch relativ schnell Ja gesagt und ich habe es auch bis jetzt nicht bereut. Denise mit der 5-Wasser-Bombe. Vieles an ihrem Arbeitstag ist immer gleich. Morgens 6 Uhr wecken, dann wegbringen der Häftlinge zur Arbeit. 14.30 Uhr ist Feierabend, dann Freizeit für die Häftlinge. 21 Uhr Einschluss. Das Spannende, was das hier ausmacht, ist, glaube ich, einfach der Umgang mit den Inhaftierten. Also Umgang. Für mich persönlich. Ja, ich hab keine Ahnung. Hier ist der Umgang relativ nah. Wir sind ja im Moment auf einer Wohngruppe, Behandlungswohngruppe oder unten auch die offene Abteilung. Man geht ganz anders mit denen um. Man kennt die Geschichte von denen teilweise, wie die zu Hause leben, wie die Situation ist. Und es ist einfach oft spannend zu sehen, haben sie eine Entwicklung? Gibt es eine Entwicklung? Und wenn ja, in welche Richtung? Die Häftlinge, die keine Arbeit haben oder krankgeschrieben sind, dürfen ihr Mittagessen in der Wohngemeinschaft einnehmen. Kann auch Dennis gewesen sein, ja. Herr Ostrow, bitte. Gehen wir Essen holen? Ja. Weiß der Herr Heinrichs auch schon Bescheid? Ja. Herr Heinrich! Wieder müssen unzählige Türen auf- und zugeschlossen werden. Es geht in die Küche, Essen holen und ich bin so gekleidet, ja, weil beim Essen verteilen muss man halt langärmelige Sachen anziehen, Handschuhe, aus hygienischen Gründen. Selbst der Fahrstuhl im Gefängnistrakt hat ein Schloss und kann gesichert werden. 800 Häftlinge fast zeitgleich mit einem Mittagessen zu versorgen, ist eine logistische Meisterleistung. Also ich muss sagen, im Verhältnis zu anderen Anstalten geben die sich hier richtig Mühe. Also hier ist das Essen sehr gut, finde ich. Ne? Wie Sie jetzt gleich sehen. Heute gibt es der hat einfach ein Tattoo im Ohr, Alter. Das muss doch wehtun, Nuggets. Oder? Oder merkt man das gar nicht? Doch, das tut doch safe weh. Achso, nee, machen Sie doch erstmal die offenen. Mahlzeit! Die meisten Häftlinge wollen ihr Gesicht nicht zeigen. Doch den Job des Hausarbeiters würde jeder gerne machen. Man ist den ganzen Tag das Essen sah doch stabil aus. Abteilung, ne, hat viel mit den Leuten zu tun und verdient im Endeffekt echt gutes Geld. Ne? So, also ich kann mich nicht beschweren. In den offenen Wohngemeinschaften herrscht Respekt zwischen den Häftlingen, aber auch gegenüber den Justizvollzugsbeamten. Das ist nicht in allen Bereichen der JVA so. Also ich glaube einfach, dass, das haben wir schon mal gesagt, dass der Ausländeranteil schon in den letzten Jahren irgendwo gestiegen ist und die natürlich auch mit ihren anderen Kulturen nach hier kommen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das bei allen Absicht ist, natürlich bei einigen schon, da kann man keinen von freisprechen, aber
Ich glaube, dass sie das teilweise in ihrer Kultur auch gar nicht kennenlernen. So den Umgang zum Beispiel zu einer Frau. Also nicht in dem Ausmaß, dass eine Frau hier hinkommt und die Tür aufmacht und sagt, so, wir machen jetzt das und das. Mit einem frischen Kurzhaarschnitt geht es für Häftling Trenkwalder wieder zurück zur Arbeit. Als erstes muss er sich seine Arbeitsutensilien wiederholen. Mahlzeit, da sind Sie ja wieder. Bitte schön. Danke schön. Das Cuttermesser darf der Häftling nicht außerhalb des Lagers bei sich tragen. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise Feierabend habe, hätte ich es jetzt auch bei mir, werde unterwegs angehalten, beispielsweise Taschenkontrolle, man will das Messer finden, dann könnte man davon ausgehen, dass ich damit jemanden verletzen möchte. Bediensteten oder Gefangenen spielt gar keine Rolle, wäre natürlich gegen Sicherheit und Ordnung. Insofern setze ich gleich im Verdacht aus, damit was vorgehabt zu haben. Ob es nun stimmt oder nicht, spielt keine Rolle. Im ersten Moment, da ich jetzt mal scherzhaft, werde ich erstmal verhaftet. Ja. Die Justizvollzugsbeamtin Dania Immuns muss jetzt zur Chefin. Die Leiterin der JVA Aachen will heute einem Kollegen die Urkunde zum Beamten auf Lebenszeit überreichen. Als stellvertretende Personalratschefin ist Dania Immuns dabei. Ja, also ein freudiges Ereignis heute. Also, die Urkundenaushändigung ist ja immer meine Aufgabe. Für meinen Geschmack kann ich das viel zu selten machen, weil dann sehe ich ja immer nur strahlende Gesichter. Strahlende Gesichter gab es nicht immer in der JVA Aachen. 2009 ist gleich zwei Schwerverbrechern der Ausbruch gelungen. Ein Justizbeamter half. Immer wieder werden auch im sichersten Knast Deutschlands Drogen oder reingeschmuggelte Handys gefunden. Weil wir uns nicht komplett abschotten können. Wir haben regelmäßig Besuchsverkehr, den wollen wir auch haben. Wir fördern ja die Sozialkontakte der Gefangenen nach draußen. Es kommen Anwälte rein, es kommen Ehrenamtler rein. Dann haben wir ja noch den Brief- und Paketverkehr. Also es gibt viele Einfallstore für insbesondere Drogen, weil die... Hieß sie gerade mit Vornamen Rainer? ...sind ja auch sehr klein. Wir kontrollieren natürlich sehr sorgfältig. Gerade unsere Besuchsabteilung ist da auch gut geschult. Und die machen das auch sehr gut. Die finden auch viel, aber eben nicht alles. Es geht gar nicht. Hey, wenn ich jetzt noch einmal diesen Zusammenschnitt von dem Scheiß Schlösser aufschließen sehe, dann gibt's so einen dicken Dislike auf die Doku. Satan! Schönen Feierabend. Es ist 14.30 Uhr. Für Häftling Peter Trenkwalder ist der Arbeitstag beendet. Er muss sich nur noch duschen, dann geht es zurück zum Wohnbereich und die Freizeit beginnt. Ab vor die Playstation. Dieser Häftling probt für einen abendlichen Auftritt während der Kulturwoche in der JVA Aachen. Ein anderer backt Plätzchen, da die Familie zum Langzeitbesuch kommt. Ja, ich mache hier Kekse mit Füllung, mit Marmeladenfüllung. Der Mit-30er will seine Eltern, Onkel und Tanten, wenn sie in wenigen Tagen zum dreistündigen Langzeitbesuch kommen, überraschen. Das Rezept haben wir uns selber überlegt. Der sieht aus wie aus einer Großfamilie. Obwohl, doch. Wir haben einfach nicht probiert mehr. Und so, bis das dann geklappt hat. Der frühere Drogenboss von Leverkusen hat einen Konkurrenten. Klar war das jetzt echt ein Klischee, Digga. Aber es gibt einfach Situationen, da trifft man den Nagel auf den Kopf. Alle zwei Bauchschüssen aus kurzer Distanz niedergestreckt. Nur durch eine Not-OP überlebte das Opfer. Also ich bin wegen drei verschiedenen Gewalttaten. Ulmer, danke für die 10 verschenkten Subs. Chat, lass mal einen Bomber steigen, ein paar Bomben regnen. Danke dir, Ulmer. Wurde zu insgesamt 10 Jahren Haft verurteilt. Vielen Dank. Und sitze auch schon 3 Jahre und 3 Monate. Also ich habe noch ungefähr 8 Jahre und 3 Monate vor mir. Wie fast alle Häftlinge träumt er ständig von der Freiheit. Hä? 3 Jahre und 3 Monate und er hat 10 Jahre bekommen, also... Bruder, das war's ja komplett mit Mathe. Der hat genau 1/3 von seiner Haftstrafe... Ah nee, Monate haben ja nicht... 1 Jahr hat ja nicht 10 Monate. Der hat... Ja, trotzdem, ungefähr 1/3 hat er. Die Zukunft ist, in einem Monat hat er genau 1/3. Ja, ein vernünftiges Leben. Ja, wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden. Ja, ein Leben ohne Straftaten zu führen. Das ist das Ziel. Vielleicht noch eine Familie gründen, Kinder in die Welt setzen und hart arbeiten für mein Geld, um ein gutes Vorbild für meine Kinder zu sein.
Den Langzeitbesuch können die Insassen nach 3 Monaten Haft das erste Mal beantragen. Ja, ich. Das wird eine Überraschung für ihn, wenn sie ihn früher rauswerfen. Der kommt gar nicht klar. Ein Langzeit. Einfach ein Jahr früher entlassen. Er denkt sich, Bruder, Jackpot im Lotto gewonnen. Besuchsraum. Dabei hat er sich einfach nur verrechnet. Im Monat dürfen die Inhaftierten ihre Angehörigen treffen. Hier sind die auch unüberwacht. Also sie werden hier unüberwacht. Neuer YouTube-Kanal. Eingeschlossen und dürfen sich dann hier 3 Stunden aufhalten. So viel ist nicht hier drin. Das macht so Spaß. Ich liebe das. Für die Kinder. Eine ganz kleine Kochnische, wo die irgendwas warm machen können. Und dann hier noch eine Dusche und ein WC, damit die hier 3 Stunden gut überstehen. Die Justizbeamten. Ich wollte nichts sagen, Digga. Die treffen sich da mit ihrer Familie, ja? Ist der Dienst heute beendet. Sie muss nur noch ihren Schlüssel wieder ins Schließfach legen und das Personennotrufgerät in die Ladestation stellen. Wenn die Frau mit Kindern kommen, da werden erstmal die Kinder mit K.O.-Pillen getränkten Gummibärchen betäubt und dann wird die Alte da auf dem Sofa erstmal hops genommen. Dann heißt es warten an der Personenschleuse, die das Gefängnis von der Freiheit trennt. Also ich würde sagen, dass eine Kamera mit auf der Abteilung war, war es eigentlich ganz normal, bis auf das am Wochenende ja die zwei da die Schlägerei in der Dusche hatten und wir die unter Verschluss halten mussten. Dafür war es eigentlich relativ entspannt wie immer. Alles wie immer. Langzeithäftling Peter Tränkwalder kommt frisch geduscht von der Arbeit im Lager zurück in den Wohnbereich. Als erstes gibt es ein Käffchen und ansonsten hält er sich an sein Credo. Käffchen. Wenn man auch die Zeit vertreibt, die Zeit uns mal weitertreibt. Damit meine ich über all die Widrigkeiten. Hey, das war gut von Soloalbum. Spielt auch Monotonie eine Rolle, dass man von Zug vielleicht nicht weiterkommt. Und man hat ja immer die Hoffnung, dass einen weiterträgt. Und irgendwie übersteht man den Tag immer, weil ich mal sage, wie man die Zeit vertreibt, die Zeit uns mal weitertreibt. Häftling Tränkwalder verzichtet auf die tägliche Stunde Freigang. Auch die Möglichkeit, 3-mal in der Woche zum Sport zu gehen, interessiert ihn nicht. Andere Häftlinge spielen Basketball, pumpen mit Eisengewichten die Muskeln auf oder spielen auf einem Kunstrasenplatz Fußball. Wieder andere Häftlinge treffen sich im Aufenthaltsraum zum Skatspielen oder gehen wie Volker Nedel ihrem Hobby nach. Also dafür, dass die teilweise echt schlimme Sachen verbrochen haben, haben die es echt nicht schlechter drin, finde ich auch. Ich kann nicht einfach mal auf den Trainingsplatz gehen, Autogramm holen. Ich habe den Hunteler mal angeschrieben, daraufhin habe ich das Autogramm von Hunteler gekriegt, dann das Autogramm von Hub Stevens mit dem Anschreiben und Schalke ist auch bereit, dieses zu machen. Also in der Regel, wenn ich Schalke anschreibe, ist auch eine Antwort innerhalb von 14 Tagen da. Peter Tränkwalder will gleich einen Brief an seine 16-jährige Tochter und an seinen 18-jährigen Sohn schreiben. Beide hat er seit 2003 nicht mehr gesehen. Zu verschiedenen Anlässen, Geburtstage, Feiertage etc. schreibe ich auf jeden Fall. Wünsche, wenn man sie, ja, zu den verschiedenen Anlässen, aber ich habe bisweilen noch keine Rückmeldung bekommen. Es wird mir auch keine Post zurückgeschickt, daher gehe ich davon aus, dass es auch ankommt. So, meine Hoffnung heute ist die, dass die Kinder, wo sie jetzt auch etwas älter sind, sich vielleicht selber auch ein Bild machen können, dass sie irgendwann auf mich zukommen. Guten Abend. Guten Abend. Podcast. Ich habe die gewarnt. Jo. Der ärztliche Assistent Thomas Klaus und... Wir haben es übertrieben mit dem Clip-Chat. Ich habe die gewarnt. ...und Peter Tränkwalder arbeiten gemeinsam im Projekt Podknast. Häftlinge filmen kurze Geschichten über ihr Leben im Gefängnis und präsentieren sie im Internet auf podknast.de. Das hier eine Anzeige. Mich hat das immer interessiert. Das Schreiben zum einen. Und als ich dann hier in Aachen gekommen bin, wurde ich auch gefragt, ob ich Interesse hätte, bei Podknast mitzumachen. Obwohl ich mit Kamera, Ton und solcher und der ganzen Technik nichts zu tun hatte, war es für mich interessant, mir das mal anzueignen. Und für mich ist das eine interessante Vorbereitung aufs Influencer Live. Möglichkeit, meine Freizeitbeschäftigung somit zu gestalten. Die Themen liegen bekanntlich auf der Straße. Die Straße hier, das sind die verschlossenen Zellen und abgeriegelten Gänge. Heute führt ein Mithäftling außergewöhnliche Zaubertricks vor. Wie bin ich zum Zaubern gekommen? Als 8-Jähriger habe ich mal einen Kartentrick gesehen, der mich so fasziniert hat, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch lernen. Und dann habe ich dann angefangen, Kartentricks zu lernen. Erstmal mit einem kleinen Zauberkasten, wie man das als Kind bekommt. Ich wüsste gerne, was er gemacht hat. Er hat safe Leuten die Brieftasche aus der Tasche gezaubert oder so. In seine Tasche rein. Weiterentwickelt. Und das ist jetzt meine Leidenschaft neben Schachspielen. Also Kartentricks, Münztricks. Das ist, da sterbe ich für.
Münztricks. Also üblich ist es nicht, ja, weil ich sag mal so, solche Sachen finden oft auch beim Umschluss statt. Das heißt, wenn ein Gefangener bei einem anderen Gefangenen auf dem Haftraum ist und die machen das unter sich. Ja. Wenn wir Freizeitgestaltung mit den Gefangenen machen, da sind es immer irgendwelche speziellen Gruppen, meinetwegen eine Schachgruppe oder unser Podcast. Vielleicht mal als Beiwerk, das mal zu sehen. Aber so in dieser Ausprägung habe ich es jetzt selber auch noch nicht gesehen. Und die Gefangenen kommen selten auch dann einfach zu uns und sagen, hier, ich muss Ihnen mal was zeigen. Ja, das passiert dann meistens unter den Gefangenen selber. Deswegen ist so eine Veranstaltung natürlich mal ganz gut, weil dann zeigen die es auch mal, was sie so drauf haben. Ja. Das kriegt man sonst im Tagesablauf selten mit. Stephanos muss 8 Jahre wegen Diebstahl und Raub absitzen. Genug Zeit zum Üben. Die Mithäftlinge sind begeistert. Die sind alle total fasziniert davon und fragen... Diebstahl und Raub. Überrascht das irgendjemand, Chat? Also mich nicht. Ich frage mich immer wieder, wie funktioniert das, aber ich verrate keinen. Häftling und Zauberer, ja halt dein Maul, Digga. Haben die da einfach hingeschrieben, Chat? Haben die da einfach hingeschrieben, Digga? Stephanos Guses, Häftling und Zauberer. Noch ein bisschen mehr Haare, ein bisschen mehr Bart, Digga, der neue Gandalf. Ich sage euch, wie es ist. Einzigen Trick. Das mache ich nicht. Bis zu 6 Gefangene machen bei dem Projekt Podknast mit. Bei der Arbeit an den Filmen lernen die Häftlinge mit anderen Menschen umzugehen. So, ja, schönen Abend noch, bis nächste Woche. Ihnen auch. Bis danke. Dann. Tschö. Wenn die Häftlinge abends in der Zelle sitzen, drehen sich fast immer die Gedanken um Frau und Kinder. Ich mache da schon einen Unterschied, weil ich finde, wenn jetzt beispielsweise eine Straftat beabsichtigt, sei es ein Raubüberfall und oder sonstiges, und geht damit bewusst das Risiko ein, dass er da erwischt wird und auch die Konsequenzen dadurch zu tragen hat und wiederum dadurch seine Kinder oder seine Frau nicht mehr sehen kann, Scheidung riskiert, wenn er das in Kauf nimmt, dann habe ich kein Verständnis für so eine Person, dann muss er auch nicht meckern oder beziehungsweise jammern. Das ist ihm halt so. Auf der anderen Seite habe ich selber erlebt, wie es ist, wenn das Leben sich von jetzt auf gleich innerhalb von 5 Minuten ändern und wenden kann. Dann stehen sie da und da hatte ich keine Zeit, darüber nachzudenken, was wäre jetzt, wenn, weil ich die Tat als solches nicht bewusst begangen habe. Die letzten Highlights des Tages sind das Abendbrot und das Fernsehprogramm. Wer eine Nacht in einer Gefängniszelle verbracht hat, lernt ganz schnell, dass die Freiheit das höchste Gut auf Erden ist. Es gibt keinen einzigen Tag, der die gesamte Haft hat. Es gibt wirklich keinen einzigen Tag, das ist jetzt kein Klischee. Da gibt es auch einen Programmchat, das finde ich richtig gut, wo straffällige Jugendliche, die immer wieder auffallen, die dann quasi mit einem Fuß schon im Gefängnis sind, die nehmen die und tun die 1-2 Tage in den Knast stecken. Und zeigen denen, wenn du jetzt dich nicht am Riemen reißt, landest du hier. Und das hilft manchmal Wunder. Meistens. Wo ich nicht an die Freiheit denke. Smart die Sehnsucht da draußen habe. Kein Tag, wo ich mir Gedanken darüber mache, wie geht es jetzt meinen Liebsten, also die Kinder, über die wir gerade gesprochen haben. Solchen Tag gibt es nicht. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht dran denke. Es gibt auch viele Einflüsse, die mich dazu anregen, dass ich auch dran denke. Beispielsweise, wenn ich jetzt das ist auch Chat, ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ne? Freunde hast du sowieso nicht mehr, wenn du in den Knast gehst. Zumindest mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Und wenn deine Frau dich verlässt und deine Kinder dir seit, keine Ahnung, 18 Jahren oder 8 Jahren, ich weiß nicht, deine Kinder dir nicht schreiben und du hast quasi niemanden mehr, wofür willst du dann überhaupt noch rauskommen? Dann ist dein Leben eigentlich vorbei. Du lebst noch, du hast vielleicht da sogar den Umständen entsprechend angenehmes Knaster sein, aber dein Leben ist eigentlich zu Ende, Digga. Na, ohne Freunde und Familie. Wofür sollst du dann rauskommen? Wenn ich Fernsehen gucke, verschiedene Dinge zu sehen sind, Familien. So, ja, stimmt, seit 2003, ne? Dann kommen schon eigene Sehnsüchte und Wünsche auf. Gar keine Frage. Gute Nacht. Quentin, hallo? Für die nächsten 9 Stunden wird sich diese Tür nicht mehr öffnen. Besser ist es. Ja, sehr gute Doku, Mann. Hat auch sehr gebockt. Grüße gehen raus an die YouTube-Zuschauer. Lasst gern korrektes Kommentar da und ein Like. Und kommt auf Twitch rüber, wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt. Kuss geht raus. Gucci Coke 10. Hast du been here? Shawty got a beer. Shawty wanna live. Fuck the end of the crib. That bitch ain't wanna tell. That bitch ain't want my drip. I pull up on the hoe. I'm riding that spaceship. They all they want my pole.